ich möchte wirklich ernst mit euch reden. Und es ist kein unwichtiges Thema. Es geht darum, dass wir unsere ganze Religion auf etwas Falsches aufgebaut haben. Ein jeder von uns, der hier sitzt, hat eine Jahiliya. Was bedeutet Jahiliya? Unwissenheitszeit, beziehungsweise die Zeit vor dem Islam. Hast du dir ein einziges Mal die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn Allah dich in dieser Zeit hätte sterben lassen können? Was sagt Allah im Koran? وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Und ihr wart bereits schon auf der Kante des Höllenfeuers. So hat Allah euch von dort aus errettet. Alkohol, Zina, Drogen, Schlägereien, Raubüberfälle, Lügen ohne Ende, schlecht zu den Eltern. Wo wäre unser Ausgang außer im Höllenfeuer? Aber Allah hat uns von dort aus errettet, subhanahu wa ta'ala. Warum? Allah azza wa jalla sagt, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt. Wer hat sie zur Reue gelenkt? Allah azza wa jalla. Und manchmal hast du nur so ein schwaches Gefühl der Reue. Aber Allah vergrößert es, bis er dich zu seiner Tür der Reue bringt. Und du klopfst an und Allah azza wa jalla ist bereit, 24 Stunden deine Reue anzunehmen.